Hallo, mein Name ist Christian Barnes, ich bin Key Account Manager bei der Firma Rothenberger und kümmere mich hier um den Kälteklimabereich. Heute zeige ich euch, wie man fachgerechte Bördel erstellt. Um fachgerechte Bördel erstellen zu können, benötige ich zu meinen Bördelgeräten einen Rohrabschneider und einen Entgrater. In einem Kältekreislauf gibt es verschiedenste Bauteile. Diese Bauteile werden durch Kupferrohrleitungen miteinander verbunden. Eine Verbindungsmöglichkeit ist das sogenannte Bördeln. Beim Bördeln ist darauf zu achten, dass vorab das Kupferrohr mit einem Rohrabschneider gerade abgeschnitten wird. Nach dem Abschneiden muss das Rohr sauber entgratet werden. Im Anschluss an das Entgraten wird das Kupferrohr in die dazugehörige Matrize eingespannt. Das Kupferrohr sollte ca. 1 bis 2 mm aus der oberen Kante der Matrize herausragen. Auf der Matrize befinden sich Einkerbungen. Das Gegenstück zu den Einkerbungen ist der Pfeil auf dem Körper des Bördelgeräts. Nun wird das Bördelgerät auf die Matrize gelegt. Nachdem überprüft wurde, dass das Bördelgerät an den Einkerbungen korrekt anliegt, wird das Bördelgerät eingespannt. Nun kann das Bördeln beginnen. Der taumelnde Konus wird bis zum Überratschen des Bördelgeräts in unser Kupferrohr gedreht. Dann werden noch 1 bis 2 Umdrehungen zum Geradeziehen des Rohres durchgeführt. Im Anschluss wird der Konus komplett herausgedreht. Dann wird das Bördelgerät aus der Matrize entfernt, die Matrize geöffnet und der Bördel kann auf Verunreinigungen an der Innenseite überprüft werden. Sollte nicht sauber entgratet worden sein, würden wir jetzt auf der Innenfläche des Rohres eingepresste Gratreste vorfinden, die die Dichtheit negativ beeinflussen. Im Anschluss wird das Gegenstück genommen und die Größe des Bördels überprüft. Ist der Bördel zu groß oder zu klein, kann dieser durch den bördelnahen Schnitt mit dem Rohrabschneider entfernt werden und es kann nach erneutem Entgraten eine neue Bördelung durchgeführt werden. Ein weiteres Bördelgerät aus der Rothenberger Familie ist der Rohflehr-Revolver. Die Vorbereitung des Kupferrohres ist identisch zum Taumelbördelgerät. Anders als beim Taumelbördelgerät ist jedoch die Anordnung der Matrizen. Beim Rohflehr-Revolver sind die Matrizen wie in einem Revolver angeordnet. Das heißt, die Größe der Backen kann über Drehen der Matrize verändert werden. Bei der zöllischen Ausführung sind Backen von 1/4 Zoll bis 3/4 Zoll enthalten. Außerdem gibt es auch eine metrische Ausführung, welches von 6 bis 18 mm reicht. Bei der Arbeit mit einem 3/8 Zoll Kupferrohr werden die beiden Matrizen auf 3/8 Zoll eingestellt. Im Anschluss wird das Rohr bis zum tiefen Anschlag eingeschoben und der Rohflehr-Revolver wird gespannt. Beim Zusammendrücken schiebt sich die Distanzplatte automatisch weg, womit der Konus zum Bördeln freigegeben wird. Nun wird so lange am Griff gedreht, bis die Rutschkupplung eintritt. Man hört ein Knacken. Nach dem Knacken werden noch 2 bis 3 Umdrehungen weitergedreht, um die Innenfläche des Rohres zu glätten. Danach wird das Bördelgerät komplett geöffnet und das Rohr entnommen. Es ist ein Normbördel entstanden. Sollte der Bördel einmal nicht der gewünschten Qualität oder Größe entsprechen, kann dieser durch Aussparung in der Führungsrolle des Rohrabschneiders mit einem bördelnahen Schnitt entfernt werden. Hierbei wird der Bördel in die Aussparung gelegt. Anschließend kann wie gewohnt das Rohr abgeschnitten werden. Der Vorteil beim bördelnahen Schnitt liegt darin, dass lediglich 5 mm des Rohrs abgeschnitten werden und nicht wie bei einem herkömmlichen Rohrabschneider mehrere Zentimeter. In einem weiteren Tutorial zeigen wir euch den Drehmomentschlüssel. Vielen Dank fürs Zuschauen.